Ja, moin da draußen, auch von mir. Mein Name ist Tobias. Ich bin Meereschemiker am Geomar hier in Kiel. Und ich weiß nicht, ob Sie sich auch schon mal gefragt haben, warum Grönland eigentlich Grönland heißt. So ein grünes Land in der Arktis ist ja doch zumindest, ne, in meiner Jugend auch immer ein bisschen fragwürdig gewesen. Da habe ich mich gefragt, ob Island, also Island, nicht passender gewesen wäre. Und jetzt stelle ich Ihnen diese Fragen, aber es ist durchaus möglich, dass wir uns die bald gar nicht mehr stellen müssen. Denn Sie haben bestimmt letzte Woche die Nachrichten mitbekommen, als es den Zwischenbericht der Mosaik-Expedition über die deutliche zunehmende Meereisschmelze in der zentralen Arktis zu hören war. Nun liegt Grönland ja nicht in der zentralen Arktis, sondern ist aktuell noch von einem enormen Eispanzer bedeckt. Aber mit Hinblick auf die globale Erwärmung stellt sich durchaus die Frage, schmilzt das Eis? Warum und wie lange dauert das eigentlich so? Und für diese Fragen haben wir heute Frau Dr. Janine Schaffer als Sprecherin gewonnen, die uns Fakten und auch Fotos zur Eisschmelze in Grönland mitgebracht hat. Ich freue mich ganz besonders, Janine, dass du heute bei uns bist. Janine hat in Kiel von 2010 bis 2013 im Master Klimaphysik studiert. Und die Stammzuhörerinnen unter Ihnen können vielleicht bemerkt haben, dass das bedeutet, dass Frau Schaffer wahrscheinlich die jüngste oder mit Sicherheit die jüngste Sprecherin bei uns im Rahmen der Veranstaltung seit Beginn unserer Auflage ist. Sie schloss ihre Promotion 2017 an der Uni Bremen zum Thema der Einfluss des Ozeans und die Meeresströmungen auf den 79 Grad Nordgletscher in Grönland ab. Und Janine arbeitet aktuell als physikalische Ozeanografin oder Meeresphysikerin, vielleicht ein bisschen umgangssprachlicher, am AWI, dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum oder Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, zumindest mit Hauptsitz. Und Janine war auch auf zahlreichen Expeditionen auf deutschen Forschungsschiffen in den Subtropen, in den Tropen. Ich weiß nicht, ob es ihr irgendwann zu warm geworden ist. Jedenfalls ist sie dann auch vermehrt in die Antarktis und auch in die Arktis gefahren, aber wie sie selber sagte, die meisten davon hat sie wohl an die Küste von Grönland verschlagen. Und Janine hat auch mehrere Artikel publiziert, darunter auch in Nature Geoscience. Und was für mich auch immer ganz wichtig und besonders ist, dass Janine ja ihr Wissen und ihre Begeisterung für die Polar- und Meeresforschung bei zahlreichen Veranstaltungen in Schulen, in Vereinen und auch auf YouTube in der Öffentlichkeit teilt. Sie hat unter anderem auch mitgewirkt bei einem Format ähnlich zu unserem. Wissenschaft fürs Wohnzimmer heißt das und ist auch sehr bei den Scientists for Future aktiv. Ja, und Ihnen möchte ich ans Herz legen, dass Sie aufmerksam zuschauen, dass Sie kritisch sind, was Sie hier hören und dass Sie gerne für die Diskussion auch Ihre Fragen stellen. Und damit ab zu dir, Janine, zu deinem Vortrag heute. Grünes Grönland? Fragezeichen. Wunderbar, ja, grünes Grönland. Hier sieht Grönland noch weiß aus. Ein riesiger Eispanzer ist dort auf diesem großen Kontinent zu finden. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ich als physikalische Ozeanografin, warum spreche ich jetzt über diesen Eispanzer? Der Ozean hat da natürlich auch einen Einfluss drauf, dass Grönland schmilzt. Und ja, ich will heute so ein bisschen allgemeinen Überblick darüber geben, ja, wie es um Grönland steht quasi und woher auch der Name kommt. Das werde ich auch klären. So. Ja, und dieses Foto fand ich jetzt ganz schön als Einstieg. Das ging vor 2 Jahren ungefähr im Sommer so über Twitter, Instagram und so weiter von Steffen Olsen gemacht, ein Forscher, der in Grönland unterwegs war. Und es beschreibt doch ganz schön, was da los ist, ne? Super viele Veränderungen finden statt. Es wird immer wärmer. Wir haben wahnsinnig hohe Schmelzraten und gerade 2019 waren die sehr extrem und das Landbild ändert sich quasi. Es wird grüner oder auch blauer, wie man es nimmt. Und in dem Sommer 2019 war es durchaus auch öfter mal in den Medien zu finden. Hier zum Beispiel beim CNN. Die haben geschrieben, an einem Tag allein gingen hier 11 Milliarden Tonnen Eis verloren vom grönländischen Eisschild. Und wenn man überlegt, dass das natürlich nur an einem Tag der Fall ist, sondern an mehreren, kann man sich vielleicht vorstellen, dass da wahnsinnig große Mengen an Frischwasser in den Ozean gelangen.
diese 11 Milliarden Tonnen würden jetzt zum Beispiel 4,4 Millionen olympische Schwimmbecken füllen auch. Also man würde quasi ganz viele Ladungen Wasser da in den Ozean kippen. Dass das auch einen Einfluss auf den Ozean hat, das kann man sich sicherlich auch vorstellen. Ja, und auf Grönland natürlich selber auch. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Worum soll es gehen? Also wie stark schmilzt eigentlich der grönländische Eispanzer? Wodurch taut es vor allen Dingen? Welche Rolle spielt eigentlich der Ozean? Und war oder wird Grönland wirklich wieder grün? Also wird der Eispanzer wirklich vielleicht irgendwann komplett weg sein? Oder wie kurz stehen wir eigentlich davor? Und was hat das mit dem Meeresspiegel zu tun? Ja, und ich möchte einmal hier auf diese tollen Grafiken hinweisen. Die habe ich irgendwie für meinen Vortrag ausgewählt. Es gibt eine ganz tolle Ausstellung im Rahmen der Dekade der Ozeane, die wir gerade haben, von 2021 bis 30. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie da gerne mal auf die Homepage. Das findet man unter Exhibition Ocean Decade. Und ja, ich hoffe, Sie können sich genauso für diese Grafiken begeistern wie ich. Kann auch gerne getwittert werden unter Hashtag Ocean Decade. Ja, aber fangen wir an, um über Grönland zu sprechen und wie dort sich die Eismasse quasi ändert. Hier ist jetzt mal so eine schöne Animation von NASA. Wir sehen einmal die Karte hier links und man sieht ganz toll, dass dieser Eispanzer, der ist auch nicht nur einfach ein Panzer, der da sitzt quasi. Da strömt das Eis quasi zu den Seiten hin ab. Also man sieht so die Fließlinien und in der Farbe sieht man, wie viel Eismasse verloren geht und wo. Also vor allen Dingen an den Rändern. Darauf werden wir viel zu sprechen kommen. Und ja, man sieht auch, dass es ein ziemlich linearer Trend ist. Also immer mehr Eismasse geht hier verloren vom grönländischen Eisschild. Ja. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Wenn man das Ganze nicht in so einen schönen Film packt, sondern in eine wissenschaftliche Grafik, die man dann auch vielleicht publiziert, dann sieht das ja eher so aus. Ja, und man sieht hier einmal die Massenänderungen in Gigatonnen übers Jahr, jetzt von 1980 bis 2017 ist es, glaube ich. Und in rechts sieht man den äquivalenten Beitrag zum Meeresspiegelanstieg hier in Millimetern. Und diese blaue Linie zeigt jetzt die totalen Masseänderungen. Also so viel Masse ist hier verloren gegangen über die Jahre. Seit den 80ern hat gerade eine Studie publiziert, hat sich der Massenverlust versechsfacht. Also es geht auch immer schneller voran. Und in der Studie, wo jetzt auch die Grafik draus ist, haben sie gezeigt, dass zwischen 1992 und 2018 Grönland 3902 Milliarden Tonnen oder auch Gigatonnen Eis verloren hat, wodurch eben der Meeresspiegel unter anderem steigt, worauf wir dann am Ende auch nochmal zu sprechen kommen. Am Anfang möchte ich eher darauf eingehen, ja, was sind denn jetzt eigentlich die entscheidenden Prozesse, die dazu beitragen? Ich glaube, ganz offensichtlich ist, dass es natürlich an der Oberfläche schmilzt durch wärmere Temperaturen. Ein anderer Faktor, der aber wirklich auch fast genauso wichtig ist, ist die Eisdynamik. Und was sich dahinter alles versteckt, das möchte ich heute auch klären. Kommen wir aber erstmal zum ersten Punkt, also der Oberflächenschmelze durch ansteigende Lufttemperaturen. Wie sicherlich all Ihnen klar ist, ist, dass wir in einer Klimakrise uns befinden. Die globale Erwärmung schreitet voran. Das ist jetzt auch, habe ich auch mal eine Grafik von Ed Hawkins gewählt, der als Wissenschaftler das auch immer sehr gut nochmal ein bisschen anders veranschaulicht. Ja, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Die Temperaturen steigen und das gerade rasant. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitraum sind wir jetzt bei einer Erwärmung von etwa 1,1 Grad Celsius im globalen Mittel. Ja, und in Deutschland, ich glaube, da haben wir nicht so viel, dass es sich erwärmt oder manchmal, es geht oft um Hitzewellen, es geht viel darum, dass es trockener wird, dass es Waldbrände gibt. Hier sind jetzt mal die Niederschlagshöhen in 2019 gezeigt. Also die letzten Jahre waren ja extrem trocken, vor allen Dingen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern weiß ich, dass da durchaus öfter mal Waldbrände passieren. Und da wollte ich jetzt mal Sie fragen, wie gut Sie denn eigentlich informiert sind. Wie stark steigen denn eigentlich die Temperaturen in Deutschland im Mittel an? Was sagt der DWD dazu? Da wollte ich die Umfrage machen, ist das eben ja weniger als im globalen Mittel, also 0,6 Grad, dann gleich viel. Oh, ich
kann jetzt hier gerade gar nicht weiterklicken. Moment, so. Gleich viel, also 1,1 Grad oder 1,6 Grad. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob Sie da gut informiert sind. So, 3, 2, 1, letzte Entscheidung und Umfrage wird beendet. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie auch die Umfragewerte alle sehen, aber 32% haben gesagt, es ist weniger als im globalen Mittel, also plus 0,6 Grad. Etwa 30% haben gesagt, es ist ungefähr genauso viel, 1,1 Grad. Und 40% haben fast gesagt, es sind 1,6 Grad, also mehr als im globalen Mittel. Und das ist tatsächlich auch richtig. In Deutschland steigen die Temperaturen schneller als im globalen Mittel. Ja, das ist Fakt. Ja, hier dazu eine Grafik vom DWD, Deutschen Wetterdienst. Die aktualisieren die auch immer wieder. Da sieht man einen ja, schönen Trend einmal, genau, um den es hier geht. Und ja, genau, so sieht es aus. Daher auch bei uns viele Veränderungen. Und in der Arktis sind die Änderungen aber tatsächlich noch stärker. Also dort steigen die Temperaturen 2 bis 3 Mal so stark an wie bei uns in den mittleren Breiten. Also ja, doch sehr, sehr stark. Was es für Auswirkungen in der zentralen Arktis hat, hat ja eben Tobias Hahn schon erwähnt. Ich war tatsächlich auch auf der Mosaik-Expedition mit dabei und ja, habe da auch mitgeforscht. Und ja, die Arktis, da schmilzt es rasant, aber eben auch in Grönland. Und da soll hier jetzt heute der Fokus liegen. Und da gibt es so mehrere Faktoren. Hier ist jetzt einmal eine Grafik, die zeigt, dass die Tage, an denen es schmilzt, ja immer mehr werden. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Wenn die Temperaturen steigen, dann sind sie halt auch ja öfter über 0 Grad und das eben an mehreren Tagen. Also der Zeitraum, wann es schmilzt, ist einfach länger und dann schmilzt eben auch mehr. Und man sieht hier auch wieder schön, dass vor allen Dingen entlang der Küste hier, also entlang der Ränder des Eisschildes, die Tage ja relativ oder es sehr, sehr viele Tage mittlerweile im Sommer sind, wo es eben taut. Wie sieht das dann zum Beispiel aus? Man kann sich Modusbilder angucken, hat auch jeder darauf Zugriff, können Sie gerne mal googeln. Man sieht hier schon, das ist relativ hellblau. Da kann man überall erkennen, dass es an der Oberfläche schmilzt und man kann auch Seen erkennen und Flüsse, die da wirklich auf den Gletschern vor allen Dingen am Rand zu finden sind. Ja, und im Sommer bedecken die wirklich schon große Flächen. Das ist jetzt nicht so die beste Qualität. Dieses Foto habe ich aus einem Helikopter aufgenommen, als wir über einen Gletscher geflogen sind. Und da war nicht nur ein so ein Fluss zu sehen, sondern ganz viele. Und auch eben sehen und das sieht wahnsinnig schön aus, aber ist eben irgendwie auch so ein mulmiges Gefühl dann. Ja, und es ist nicht nur so, dass eben der Zeitraum länger wird, wo es schmilzt, sondern die Fläche wird auch größer, wo es eben schmilzt. Also das ist jetzt nochmal eine andere Grafik, die vergleicht zwei Zeiträume und zeigt quasi, dass es jetzt zwischen 1991 und 2015 eben ja, schon sehr viel mehr geschmolzen hat. Und hier ist jetzt nochmal ein Vergleich, der jetzt 2019 auch nochmal rausstellt im Vergleich zum Mittel zwischen 81 und 2010. Wenn wir hier im Sommer gucken, dann war einfach der Schmelzflächenanteil, also wirklich die Fläche, sehr viel größer. Und dann geht es am Ende immer über die Oberflächenmassenbilanz. Also wenn wir uns ein ganzes Jahr angucken, dann ist es ja natürlich so, dass sich im Winter und im Herbst auch wieder Eis neu formt. Also es fällt Schnee, der akkumuliert, es bildet sich quasi neues Eis. Und dann ist ja die Frage, okay, wie viel schmilzt halt im Sommer im Vergleich zu wie viel gewinnen wir im Winter und Herbst und im Frühjahr. Und diese Massenbilanz ist eben jetzt nicht mehr so ungefähr bei Null, sondern es ist halt so, dass eben mehr verloren geht mittlerweile. Ja, und ich möchte jetzt aber nicht noch weiter über diese Oberflächenschmelze sprechen, da gibt es sicherlich noch mehr zu sagen, aber ich möchte mich auch darauf fokussieren, was an den Rändern des Eisschildes passiert. Da fließt nämlich immer mehr Festeis quasi ab vom Eisschild in den Ozean. Und warum ist das so?
Ja, also erstmal, der Eispanzer ist total dick und wie gesagt, der ist nicht einfach nur stabil, sondern das Eis strömt langsam zu den Seiten hin ab. Und da kommt dann eben auch der Ozean ins Spiel, der dazu beiträgt, dass es da immer schneller geht mit der Schmelze oder mit dem Abfluss des Eises. Ja, hier habe ich nochmal eine Animation mitgebracht, die nochmal ein bisschen zeigt, auf welchen Daten eigentlich das auch alles beruht und was ich damit meine mit diesem Abfluss. Erstmal gibt es Satellitendaten, genau, dann haben wir noch Daten von Flugzeugkampagnen, Radardaten. Damit können wir quasi Höhenmessungen auch machen und Gravimetermessungen und abschätzen, wie viel Masse verloren geht quasi über die Jahre. Und man sieht jetzt hier in der Animation, dass es eben vor allen Dingen über die Jahre an den Rändern eben immer weniger Eis wird und dort befinden sich Gletscher. Das Eisschild fließt also über ganz viele Gletscher quasi zu den Seiten hin ab und diese Gletscher sind in Kontakt mit dem Ozean. Hier sieht man jetzt schön nochmal diese Fließlinien quasi vom Eis und die bündeln sich alle in so Gletschersystemen. Und da geht dann eben ganz viel Eismasse verloren. Okay, warum fließt jetzt also immer mehr Eis ab oder welche Faktoren spielen da am Rande des Eisschildes noch eine Rolle? Ich habe jetzt hier mal so einen Sketch rausgesucht, um so alles nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Über die ansteigenden Lufttemperaturen haben wir schon gesprochen. Die führen eben zu höheren Schmelzraten an der Oberfläche, natürlich auch bei den Gletschern und nicht nur auf dem Eisschild. Wir haben aber auch ansteigende Ozeantemperaturen. Der Ozean nimmt nämlich 90% der überschüssigen Wärme, die gerade im Klimasystem durch den menschengemachten Klimawandel ist, auf. Der ist ein großer Wärmespeicher. Diese Wärme bleibt, also die verteilt sich eben und kann auch zu den Gletschern in Grönland gelangen und dort zu hohen Schmelzraten führen. So ein Gletscher hat manchmal so eine Gletscherzunge, manchmal ist der auch ja eher nicht so, also da haben wir nicht so eine lange Zunge. In jedem Fall reicht so ein Gletscher aber sehr tief ins Ozeanwasser oft, weil der Boden einfach doch relativ tief hier ist, also bis zu 500, 600, 700 Meter kann das hier tief sein. Und dieses warme Wasser, was halt bis zu ja, 6, 7 Grad warm sein kann, an anderen Stellen 1 Grad, in jedem Fall ist es warm genug zum Schmelzen und trägt hier ordentlich zu hohen Schmelzraten bei. Das System kann natürlich in einem stabilen Zustand sein, wenn jetzt aber die Ozeantemperaturen steigen, dann werden die Schmelzraten höher und dann gerät das System in einen instabilen Zustand. Wir bekommen natürlich auch mehr Frischwasser durch dieses Schmelzwasser. Das ist dann Frischwasser, was eben kein Salzgehalt hat in den Ozean, was den Ozean wiederum verändert. Wir bekommen auch einen erhöhten subglazialen Abfluss, da fehlt ein A. Das bedeutet, dass hier diese Seen, die an der Oberfläche sich bilden, die drainieren, also die können bis an die Unterseite des Eisschildes hier, quasi kann sich das Wasser durchbohren, sage ich jetzt mal, und tritt dann hier an der Gletscheraufsetzlinie, sagt man, tritt das aus. Und das ist dann auch Frischwasser, was zusätzlich in den Ozean quasi strömt und da auch zu Veränderungen führt. Außerdem haben wir noch oft eine Meereisbedeckung hier vor den Gletschern. Die nimmt auch durch die wärmeren Temperaturen natürlich ab. Und was dieses Meereis oft tut, gerade wenn es so fest da liegt durch die ganzen Begrenzungen durch das Land, ist, dass es den Gletscher stabilisiert. Wenn jetzt weniger Meereis da ist, dann kalben immer mehr Eisberge vom Gletscher ab. Ich weiß jetzt nicht, ob allen das klar ist, was es bedeutet, aber vielleicht kennen das einige zum Beispiel von Chasing Ice von dem Film oder auch wenn man mal irgendwo ja, im Urlaub sich einen Gletscher anschauen konnte, dass halt Gletscher eben kalben, also riesige Eisberge vorne abbrechen. Ja, und was bedeutet das jetzt für den Gletscher, wenn es so viel schmilzt und sich so viel verändert? Dann nimmt vor allen Dingen ja die Gletscherdicke ab, das ist ja erstmal sehr klar. Aber es erhöht sich auch die Fließgeschwindigkeit vom Gletscher. Also der Gletscher strömt einfach schneller. Zum einen, weil er dünner ist, zum anderen, weil er hier aber auch diesen Frischwasserfilm quasi hat. Da ist weniger Reibung, er kann besser rüberrutschen quasi. Und es zieht sich auch diese Aufsetzlinie, nennt man das, zurück. Also der Gletscher zieht sich zurück, so wie wir es auch zum Beispiel aus den Alpen kennen. Ja, das resultiert dann, also vor allen Dingen diese erhöhten Fließgeschwindigkeiten in einem erhöhten Eisabfluss, denn der Gletscher ist verbunden mit dem Eisschild und immer mehr Eismasse
wird quasi in den Ozean transportiert. Da habe ich jetzt nochmal ein Video zu mitgebracht, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen. Das ist ein Video von, was Jakobshavn Ysbre zeigt. Das ist ein Gletscher an der Westküste, der ganz viel von Wissenschaftlern untersucht wurde, weil er wahnsinnig viel Eismasse verloren hat. Und diese Linien zeigen jetzt wieder ungefähr, wie so Eisstromgeschwindigkeiten, wie man sich das vorstellen kann. Also entlang dieser Flusslinien fließt das Eis quasi. Und ja, man sieht jetzt hier vorne Eisberge, Meereis. Und hier war die Eisfront in 2001. Da hatte das noch eine Eiszunge, die auf dem Ozean auflag. Und die ist dann aber komplett abgebrochen in den nächsten Jahren. Dann gab es keine Eiszunge mehr, sondern der Gletscher lag halt direkt quasi auf dem gegründeten Land auf und es gibt halt keine Eiszunge mehr. Ja, man sieht halt über die Jahre, dass sich der Gletscher stark zurückgezogen hat und eben sich nicht wieder vergrößert. Und da habe ich jetzt schon die nächste Frage an Sie alle. Was denken Sie denn, wie so ein, schnell so ein Gletscher fließt? Also ich fand die Vorstellung, oder ich finde es ja selber manchmal irgendwie schwierig, mir vorzustellen, aber genau, da war jetzt so die Frage, wie hoch sind die Fließgeschwindigkeiten von Gletschern? Ich habe hier nochmal das ein bisschen umgerechnet, vielleicht können Sie das besser einordnen. Andererseits, wenn man sich vorstellt, so 6 Meter am Tag bewegt sich so ein Gletscher, kann man sich ja schon überlegen, wenn man da jetzt einen Gletscher in den Alpen zum Beispiel besuchen würde, was das bedeuten würde. Aber eben hier auch bei Jakobshavn Ysbre, das sind jetzt wirklich auch die Maximalgeschwindigkeiten, die da im Sommer 2012 gemessen wurden. Also 6 Meter, 26 oder 46 Meter am Tag. Was meinen Sie? So, was haben wir da? Also es haben 30% in etwa gesagt, 6 Meter am Tag. Etwa die Hälfte der Leute hat 46 Meter pro Tag gesagt. Und 22%, also die wenigsten, haben 46 gesagt. Und es sind tatsächlich 46 Meter pro Tag. Also ja, so ein Gletscher kann echt schnell fließen. Und wie gesagt, ich kann da auf diesen Film Chasing Ice nochmal verweisen. Oder auch, wenn Sie Lust haben, gucken Sie sich gerne mal ein YouTube-Video an. Wenn Sie einfach googeln, kalbende Eisberge, dann kommt man oft zu Chasing Ice, dem Film. Und das ist beeindruckend. Die haben da so Timelapse-Videos gemacht und Wahnsinn. Also kann ich sehr empfehlen. Darf ich mal dazwischen fragen? Klar. Bei dem letzten Video, diese Jahreszahlen, diese Linien, was waren die Längsskalen da? Wie waren die Abstände da? Die Längsskalen. Achso, jetzt in Kilometer von dem Fjord ungefähr? Was oder? Auch immer. Wie weit waren die vorgerückt sozusagen? Ja. Der Gletscher ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber das sind einige Kilometer gewesen. Also, müsste ich aber jetzt auch. Okay, lügen. Danke. Ja, also auf jeden Fall, man hat ja auch gesehen, so Anfang der 50er, da war das ja noch viel weiter vorne am Fjord und der Fjord ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Fjord, also mehrere Kilometer, 20, 30, ich weiß nicht wie lang. Also ist einiges. Genau. So, und dann wollte ich noch darauf zu sprechen kommen, diese Fließgeschwindigkeiten, die sind hier vor allen Dingen an der Küste sehr stark, eben wo die Gletscher sind. Aber das Eis strömt wirklich, also das sind jetzt hier wieder die Geschwindigkeiten vom Eis. Und zum Beispiel hier im Nordosten sehen wir, dass hier sogar vom Eisinneren wirklich, also sehr weit vom inneren Eisschild fängt eigentlich dieser Eisstrom schon an. Und der wird dann immer schneller zur Küste hin. Und das bedeutet, wenn die Gletscher hier instabil werden und da immer mehr Eis abfließt, dass auch immer mehr nachtransportiert wird vom inneren Eisschild. Und das kann dann halt eben ganz schnell dazu führen, dass halt dieser Eisverlust sich beschleunigt. Ja, und das war hier auch nur so ein Überblick. Also es gibt sehr viele Gletscher um Grönland rum. So, und jetzt aber zu meinem eigentlichen Fachgebiet vielleicht. Was hat der Ozean damit zu tun? Was hat die Ozeanerwärmung damit zu tun? Und man hat vor etwa 20 Jahren
angefangen oder ja, 10 Jahren festzustellen, dass die Gletscher sich angefangen haben, sehr stark zurückzuziehen um die Küste Grönland rum, als auch sich der Ozean angefangen hat, stärker zu erwärmen. Also das Atlantikwasser, was hier aus dem Nordatlantik nach Norden strömt, das findet man hier auch, dass es um Grönland rum zirkuliert und es dringt halt bis in die Fjorde von Grönland vor und kommt dann in Kontakt mit den Gletschern. Und am Alfred-Wegener-Institut haben wir unter anderem Langzeitmessungen hier in der Framstraße in dem Norwegian Current oder in dem Atlantikwasser, was quasi in die Arktis transportiert wird. Und dort finden wir über die letzten 20 Jahre eine Erwärmung von etwa 1 Grad Celsius in dieser Wassermasse. Und ich schaue mir dann an, quasi, was bedeutet das? Also wie viel ozeanische Wärme wird eigentlich zu so einem Gletschersystem hintransportiert? Was für Schmelzraten bewirkt das? Was bewirkt Variabilität hier in dieser Wassermasse, in diesem Atlantikwasser? Und was spielt da eigentlich alles eine Rolle quasi? Also es ist schon sehr speziell. Ich bin in einem Projekt beschäftigt, das heißt GROWS, Greenland Ice-Sheet Ocean Interaction. Da kann man gerne auch nochmal auf dieser Homepage nachgucken. Ich arbeite auch mit vielen Meteorologen und Glaziologen und so weiter zusammen, aber ich fokussiere mich eben auf den Ozean. Und das heißt, ich fokussiere mich auch wirklich eher auf Ozeanmessungen. Wir waren hier in 2016 das erste Mal vor einem Gletschersystem in Nordostgrönland. Man sieht hier eine Gletscherzunge, die geht hier links noch sehr viel weiter. Die ist etwa 80 Kilometer lang, die ganze Gletscherzunge, liegt eben auf dem Ozean auf. Und wir waren das erste Schiff, das da je war. Denn so wie es hier aussieht, sieht es da eigentlich normalerweise nicht aus. Da ist eigentlich überall normalerweise Meereis. Und das bricht halt erst seit einigen Jahren da öfter auf. Wir waren tatsächlich das erste Schiff, das da auch angefangen hat, überhaupt mal den Ozeanboden zu vermessen. Denn ich glaube, es ist vielen nicht klar, also die Landfläche ist überall vermessen, der Ozeanboden nicht. Es sind von der Arktis zum Beispiel nur etwa 20% des Ozeansbodens sehr exakt vermessen. Von daher sind wir hier hingefahren, also zu diesem Gletscher, der heißt 79 Nord Gletscher. Das ist diese 80 Kilometer lange Gletscherzunge. Darunter befindet sich eben Ozeanwasser, ziemlich viel, also ist eine große Kaverne quasi. Und wir haben hier vorne erstmal schön kartiert, also dass es da so eine komplexe Bodentopographie gibt mit so einer quasi fast ja, sehr flachen Stelle in der Mitte und drumherum quasi tiefere Tröge, das war total unbekannt. Vorher war in den Karten da einfach 20 Meter überall und gut ist so nach dem Motto. Ja, und von daher war das schon mal super, das alles zu kartieren. Und es ist halt sehr wichtig für die Ozeanmessung, um zu gucken, wo da warmes Wasser überhaupt unter den Gletscher strömen kann. Wir haben dann auch Ozeanmessungen gemacht. Wir haben hier eine sogenannte CTD. Die lassen wir mal hoch und runter quasi vom Schiff und messen dann Temperaturen und Salzgehalte in verschiedenen Tiefen. Können auch Wasserproben nehmen in Tiefen und dann haben wir uns ausgeguckt, eben entlang quasi hier so eines Pfades, wo warmes Wasser strömen könnte, wie sieht das da aus? Und dann haben wir auch solche Verankerungen ausgelegt, die legen wir dann aus mit so einem Ankerstein. Hier drüber sind dann Instrumente in verschiedenen Tiefen angebracht, mit denen können wir auch Geschwindigkeiten, Temperaturen und Salzgehalte messen. Und dann lassen wir die da 2 Jahre im Wasser und sammeln die nach 2 Jahren wieder ein. Und dann haben wir eine Zeitserie. Und da wollte ich jetzt 2 Beispiele zu zeigen. Ja, und erstmal, das sieht dann so aus, wenn wir daran arbeiten. Also es ist ziemlich viel Arbeit mit Matrosen und schweren Geräten, aber ja, auch sehr spannende Messungen. Und so sieht sowas dann zum Beispiel aus. Also wir haben hier einen Schnitt gemacht, der ging eben hier quasi so bis kurz vor die Gletscherkante, das ist diese Seite hier, und der ging über so eine Schwelle rüber und ich habe mir dann angeguckt, wie das wärmste Wasser, was hier am Boden zu finden ist, eben über diese Schwelle strömt unter die Gletscherzunge runter. Und diese Balken zeigen an, wo wir hohe Geschwindigkeiten haben. Also hier haben wir irgendwie die Strömung nicht ganz getroffen,
Aber hier sieht man ordentlich hohe Geschwindigkeiten bis zu 30, 40 Zentimeter pro Sekunde, was für einen Ozean schon relativ schnell ist. Ja, mit der da quasi warmes Wasser unter den Gletscher strömt. Um dann dort quasi nicht nur so eine Zeit, also nur einen Zeitpunkt zu haben, sondern eben auch eine Messung zu haben, die uns sagt, ja, okay, was passiert jetzt aber das ganze Jahr, machen wir dann da eben Verankerungsmessung. Genau, aber erstmal noch zum Punkt, genau, ich kann dann quasi aus dem ozeanischen Wärmetransport abschätzen, wie groß die Schmelzraten unterm Gletscher sind. Das ist so quasi mein Hintergrund, mein Ziel gewesen. Und dann wollte ich aber auch sehen, wie variabel das in einem Jahr ist. Und dann haben wir eben diese Verankerungsmessung da gemacht und zum Beispiel hier dann gesehen, jetzt von Sommer 2016 bis Sommer 2017 haben wir sehr starke Geschwindigkeiten hier zum Beispiel im Januar gefunden, dann mal wieder irgendwie eine Woche lang sehr geringe Geschwindigkeiten. Und sowas analysieren wir dann im Detail. Hängt das jetzt mit irgendwelchen Windpatterns zusammen oder irgendwelchen Wellen im Ozean? Das interessiert uns dann. Und ich habe vor allen Dingen aber auch viel die Dynamik mir angeguckt, wie die mit der Topografie zusammenhängt. Das geht jetzt aber zu sehr ins Detail. Habe auf jeden Fall darüber ein cooles Paper geschrieben. Wer sich dafür interessiert, kann das ja gerne nochmal im Detail nachlesen. Jetzt aber zurück zu Grönland. Das sind halt Prozessstudien, die so ein kleines Puzzlestück quasi an Informationen geben für das große Ganze. Und ach so, und am Abschluss wollte ich noch sagen, ich habe viele Expeditionen gemacht, da hat man so tolle Momente wie hier, dass man Messungen macht an der Eiskante und mit dem Helikopter dahin fliegen sollte. Man sollte aber so eine Expedition nicht mit einer Kreuzfahrt verwechseln. Wir arbeiten echt Tag und Nacht und auch Wochenends, also es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber man wird natürlich entlohnt mit wahnsinnig tollen Naturerlebnissen. Ja, aber nun zurück zu Grönland. Haben wir den Tipping Point, den nicht unkaltbaren Punkt quasi überschritten? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Im Mai war das mal wieder großes Thema. Ich habe hier eine rausgesucht vom Guardian, eine Annonce, aber es war auf jeden Fall auch in den deutschen Nachrichten, dass eine Studie rausgebracht wurde, die meint, wir sind da echt kurz davor, vor dem Tipping Point. Was ist überhaupt was ist ein Tipping Point im Klimasystem? Das ist vielleicht eine Grafik, die das so ein bisschen erklärt. Also es gibt halt Punkte, die sind, wo dann ein System an einem Punkt ist, was nicht mehr umkehrbar sein wird. Also wenn quasi hier auf dieser Wippe die Seite so viel schmilzt oder zu viel schmilzt und da, wenn mal die Sonne nicht scheint, das sich nicht wieder neu bilden kann, dann ist halt irgendwann zu spät. Dann gibt es keinen Weg mehr zurück, dann wird diese Wippe quasi kippen und daran ist dann nichts mehr zu ändern. Für Grönland bedeutet das eben, dass wenn irgendwann ein bestimmter Punkt erreicht ist, dass sich das Eisschild eben nicht mehr stabilisieren oder wieder bilden kann quasi. Und es gibt halt mehrere Tipping Points im Klimasystem. Grönland ist eben eins davon oder auch eben die Umweltzirkulation und so weiter. Und diese Studie, die eben rausgebracht wurde, also ist eine von vielen, die jetzt aber sehr aktuell eben ist, die schaut eben auch, also es hatten schon andere Modelle auch, wurden dahingehend analysiert und es gibt eben kritische Temperaturschwellen, wo es halt zu diesem Tipping Point kommt und wo dann quasi das Eisschild nicht mehr aufrechterhalten werden kann in Zukunft. Und was die aber auch vor allen Dingen rausgehoben haben, ist, dass es einen positiven Schmelzhöhenrückkopplung gibt. Ein wunderschönes, langes deutsches Wort. Genau, und das bedeutet letztendlich, dass bei denen quasi rauskam, dadurch, dass das grönländische Eisschild quasi immer mehr schmilzt und dieser Eispanzer ist ja eben dick und hoch wie ein Gebirge und je mehr wir in tiefere Lagen, Höhenlagen kommen, desto wärmer wird es eben und das ist so ein selbstverstärkender Mechanismus quasi. Genau, und das war in dem Modell halt wirklich entscheidend, vor allen Dingen für dieses zentral-westliche Eisschild, wo sie gesagt haben, okay, der Teil von Grönland, der scheint wirklich vor einem kritischen Übergang zu stehen, dass da eine Schwelle überschritten wird. Und das schon relativ bald. Von daher, wann ist Grönland grün? Ja, also wir scheinen da schon darauf zuzusteuern. Am Ende hängt aber viel immer noch daran, wie es weitergehen wird mit der Klimapolitik und mit den Treibhausgasemissionen.
Ich finde dieses Bild vom Climate Action Tracker immer wieder gut. Die passen das immer wieder an, je nachdem, was so die Governments, die Leute in der Klimapolitik quasi gerade so an neuen Zielen sagen, was sie jetzt verfolgen wollen. Ja, wir sind aber immer noch nicht so auf dem besten Pfad. Und hier jetzt mal eine Studie, die das so aufgeschlüsselt hat. Da gibt es aber noch andere Modellierstudien, was passiert, je nachdem, welches Szenario wir jetzt verfolgen. Es gibt verschiedene Klimaszenarien, die auch der IPCC immer benutzt, also der Report quasi, der immer mal wieder updatet, wie es um das Klima steht und auch in Zukunft geht. Das RCP 2.6-Szenario bedeutet letztendlich eine Erwärmung von etwa 2 Grad Celsius bis zum Ende des von 2100. Also das ist, da müssten wir jetzt schon ordentlich unsere Treibhausgasemissionen reduzieren. Beim RCP 4.5-Szenario, das ist so ein Midway-Szenario, da wäre man bei so einer Erwärmung von, ich glaube, knapp 3 Grad. Meistens vergleicht man dann mit dem RCP 8.5-Szenario, das ist das Business-as-usual-Szenario, also hohe Treibhausgasemissionen, und auf dem Weg befinden wir uns immer noch. Ja, und was bedeutet das für den Masseverlust von Grönland? Das deutet sich ja schon in den Karten an. Letztendlich geht es hier aber um das Jahr 3000. Also ich möchte nochmal auf die Überschrift hinweisen. Genau, also es ist noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, wenn wir auf diesem Weg verharren, ohne jetzt substanziell Treibhausgasemissionen zu reduzieren, dann wird Grönland sehr wahrscheinlich in einem Millennium eisfrei sein. Aber ist ja, also wir sind dann nicht mehr da. Wer weiß, wer dann überhaupt noch da ist. Aber naja, das System verändert sich auf jeden Fall stark. Ja, und damit steigt natürlich auch der Meeresspiegel, wenn immer mehr Eismasse in den Ozean kommt. Bleiben wir jetzt mal bei diesem Jahr 3000 und sagen, okay, was bedeutet das denn, wenn jetzt der komplette grönländische Eispanzer schmilzt? Wie stark steigt dann der Meeresspiegel? Das ist jetzt wieder eine kleine Umfrage. Mal gucken, ob Sie noch dabei sind. Sind das 70 Zentimeter, 7 Meter oder 17 Meter? Da haben wir jetzt, ich finde das auch mal wieder erstaunlich. Genau, also 50% haben für 17 Meter gestimmt, 46% haben für 7 gestimmt und 5% für 70 Zentimeter. Es sind tatsächlich 7 Meter. Die Antarktis würde noch sehr viel mehr dazu beitragen. Genau. Aber 7 Meter ist ja auch schon einiges, wenn man sich so umguckt, was 7 Meter bedeutet. Aber wie gesagt, es geht hier ja auch um sehr lange Zeitskalen. Auf kurzen Zeitskalen ist es dennoch auch wichtig. Also wenn wir uns jetzt nochmal die Meeresspiegeländerung angucken, wie sie derzeit voranschreitet, das ist jetzt alle Beiträge, die dazu zählen, dass der Meeresspiegel zeigt, hier einmal von 1900 bis 2020 in Millimetern hier der Anstieg. Dann sieht man ganz schön, dass in diesem Zeitraum von 118, also ich glaube, diese Zeitserie geht bis 2018, ist der Meeresspiegel um etwa 20 Zentimeter angestiegen. Das ist ja aber wieder im globalen Mittel. Also wir haben Regionen, da steigt das noch viel mehr an, und andere Regionen, da ist es eben weniger. Und ja, genau. Und der Anteil hier, der ist eben, da ist Grönland mit dabei, aber auch das antarktische Eisschild, was vor allen Dingen in der Westantarktis schmilzt. Der größte Anteil, also 50% des Meeresspiegelanstieges, sind aber darauf zurückzuführen, dass sich das Wasser ausdehnt, dadurch, dass es sich erwärmt. Das vergessen manche immer. Also alleine durch die Ozeanerwärmung steigt der Meeresspiegel, weil einfach wärmeres Wasser mehr Volumen braucht. Ja, und dann haben wir natürlich noch andere Gletscher, die schmelzen und einen Beitrag haben. Genau, die Anstiegsrate ist derzeit bei 3,6 mm im Jahr im globalen Mittel. Und die hat sich auch stark erhöht, also die hat sich mehr als verdoppelt über die letzten Jahrzehnte. Grönland trägt derzeit etwa ein Viertel zum Meeresspiegelanstieg bei und wird wohl demnächst auch noch mehr beitragen, weil wir da halt gerade wirklich sehr hohe Schmelzraten sehen. Das arktische Meereis trägt übrigens nicht zum Anstieg bei, weil das Eis liegt ja schon auf dem Ozean und von daher ändert sich das Volumen nicht. Ja, und was geht uns das jetzt an? Also wenn man jetzt so ganz
ja, naiv sagen würde, ja, mein Gott, ist ja alles ewig hin und sowieso. Ja, also wir haben ja schon am Anfang gesehen, auch bei uns steigen die Temperaturen, wir haben immer wieder Hitzerekorde. Gut, das grönländische Eisschild ist uns jetzt vielleicht nicht so wichtig. Dennoch sehen wir auch, dass bei uns vor der Haustür der Meeresspiegel steigt. Die Studie hier ist zwar schon ein bisschen älter, letztendlich liegen wir aber an unserer Küste, zumindest an der Nordsee, beim Meeresspiegelanstieg durchaus bei den gleichen Werten wie im globalen Mittel, teilweise sogar auch drüber oder manchmal auch drunter, je nachdem, wo man sich befindet. Und ja, wer auch mal in diesen Bericht gucken will, das kann ich sehr empfehlen. Das ist vom Umweltbundesamt letzte Woche rausgekommen, eine Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland. Das ist wirklich ein toller Bericht, der mal aufzeigt, okay, was sind denn eigentlich die Risiken in den nächsten Jahren für Deutschland, die ja eben durch die Umweltveränderung anstehen, wo man darauf reagieren müsste. Für 30 von 100 Faktoren wurden da sehr, sehr dringend empfohlen, Handlungsmaßnahmen einzuleiten. Ja, und dann zum Abschluss vielleicht noch die Frage, war Grönland eigentlich irgendwann mal grün? Um das Thema mal rund wieder zu Ende zu bringen. Ja, die Grafik deutet schon an, also vor 2,5 bis 3 Millionen Jahren war Grönland vielleicht mal grün oder war wohl. Aber ja, der grönländische Eisschild ist laut wissenschaftlichen Studien etwa 400.000 bis 800.000 Jahre alt, also schon ganz schön alt. In jedem Fall sehr viel älter als die ersten Menschen, die da irgendwann waren. Und die ersten Siedler quasi oder die dann Grönland besiedeln wollten oder sollten, da gibt es eine Sage um Erik den Roten. Der hat aber dann das irgendwie nicht Rotland genannt, sondern lieber Grönland. Grönland und die Sage besagt, dass er das gemacht hat, dass halt er irgendwie den Siedlern versprechen wollte, nach Land oder so auf ein besseres Land hin quasi dahin zu kommen. Ja, also es war, ob das wahr ist, wer weiß, aber das ist die Sage. Es war auf jeden Fall nicht vor etwa 1000 Jahren grün in Grönland, sodass halt der Name Greenland, also grünes Land, eigentlich jetzt nicht in die richtige Richtung weist. Ach so, genau, das hier ist anscheinend Erik der Rote. Ja, meine Take-Home-Messages wären, dass der grönländische Eisschild halt immer schneller an Masse verliert. Das passiert nicht nur eben durch die Oberflächenschmelze, also durch steigende Lufttemperaturen, sondern auch dadurch, dass eben an den Rändern des Eisschildes immer mehr Eismasse abfließt, durch verschiedene Prozesse, die relativ komplex miteinander alle zusammenhängen und sich teilweise sehr schnell aber auch verstärken können. Grönland trägt derzeit etwa ein Viertel zum Meeresspiegelanstieg bei und der zentralwestliche Teil Grönlands, der scheint wirklich gerade kurz vor einem Tipping Point zu stehen. Ja, und am Ende möchte ich gerne noch zwei Folien zeigen. Ich bin eben auch aktiv bei Scientists for Future und finde es immer wichtig zu betonen, dass die Anliegen der jungen Menschen, die jetzt wieder auf die Straße gehen, immer noch berechtigt sind, dass die derzeitigen Maßnahmen immer noch nicht ausreichen zum Klima, Arten, Wald, Meeres- und Bodenschutz. Und dafür ja, hoffe ich einfach, dass sich immer weiterhin auch die Wissenschaftler und auch alle anderen einsetzen. Denn gerade in Deutschland wird zwar gerade einiges versprochen, was aber auch eigentlich in keinem der Programme, die von den politischen Parteien gerade zur Wahl stehen, ausreichen würde. Von daher, auch auf Mosaik haben wir quasi versucht, ein Zeichen zu senden und zu sagen, hey, wir unterstützen die Fridays for Future, wenn sie streiken. Wer Lust hat, mehr über Mosaik zu lernen, also die Expedition, wie wir da geforscht haben und woran wir da geforscht haben, kann gerne meinen Vortrag bei Wissenschaft fürs Wohnzimmer nachschauen, der Serie, die auch schon Tobias Hahn vorhin erwähnt hatte. Und da gibt es auch ganz viele andere spannende Vorträge, sowohl aus der Polarforschung, aber auch aus ganz anderen Forschungsbereichen, zum Beispiel auch zum Thema Klimakommunikation. Ja, und am Ende freue ich mich jetzt auf Fragen und vielleicht hat es ja irgendwelche jüngeren
ja, Studenten auch begeistert. Und ich kann nur sagen, 80% der Ozeane sind immer noch unerforscht. Von daher, da ist noch viel zu tun, viel zu entdecken. Und vielleicht hat ja jemand Lust, auch ein Oceanaut zu werden. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Ja, Janine, herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Eine besondere Sache, die man auch gelernt hat, ist, dass es schon vor 1000 Jahren Fake News gab, wenn man an das Versprechen von Erik dem Roten denkt. Sehr interessant. Also Kontinuität seit damals. Ich übergebe an unsere Fragensteller, Tobi. Und Monja, die ich noch nicht zugeschaltet sehe, da kommt sie. Monja, willst du dich einmal kurz vorstellen? Dann würde ich danach die erste Frage einleiten. Ja, gerne. Ich bin Monja und ich bin Materialwissenschaftlerin, Doktorandin, auch hier an der Uni. Und ich fand deinen Vortrag sehr, sehr spannend und freue mich auch auf die Fragenrunde. Aber Tobias stellt die erste Frage. Ja, Janine, du hast ja gezeigt, dass du mit Polarstern unterwegs warst und den Helikopterflug quasi, ne, auf Grönland miterleben durftest, was irgendwie, glaube ich, ziemlich glücklich war. Das ist ja auch nicht alle Tage, dass man da einsteigen darf. Und du warst ja nur noch Teilnehmerin der Mosaik. Kannst du aus persönlicher und vielleicht auch wissenschaftlicher Sicht sagen, was dich vielleicht trotz deines wissenschaftlichen Hintergrunds trotzdem noch irgendwie beeindruckt hat, als du dort angekommen bist? Also so aus der Ferne was zu erforschen, ist ja immer so eine Sache, am Schreibtisch Paper schreiben oder Daten auswerten. Aber wenn du dann eben vor Ort bist, kann es ja durchaus sein, dass irgendwas dich immer noch überrascht hat. Fällt dir dazu was ein? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben 2014, habe ich ja meinen Doktor angefangen und damals haben wir angefangen mit dem Projekt in Nordostgrönland, an dem 79-Nord-Gletscher zu forschen. Und das war ja erstmal nur Theorie. Ich sollte auch eigentlich ursprünglich modellieren, habe dann aber ganz viel Beobachtungsdaten zusammengesammelt, um zu sehen, naja, was soll denn eigentlich rauskommen, wenn ich was modellieren soll quasi. Und dann habe ich eben auch diese Expedition vorbereitet für 2016. Und dann hat man halt 2,5 Jahre an diesem Thema quasi ja schon geforscht, also sowohl mit historischen Daten als auch Modelldaten. Und ich sagte ja bereits, wir sind dann das erste Mal da überhaupt hingekommen. Und dann hatte ich eben auch das Glück, mit dem Helikopter auf den Gletscher zu fliegen. Da sind wir auch über den Gletscher extra rüber geflogen, weil ich mir gerne eine Struktur angucken wollte, um zu sehen, ob da das Eis eben auf sich zurückzieht. Und ja, das war total krass einfach. Also das ist halt was anderes, wenn man sein Forschungsprojekt irgendwie auf dem Schreibtisch hat. Ja. Als wenn man es so, ja, also das war schon was total Besonderes irgendwie. Dann hat man so eine ganz andere Verbindung auf einmal dazu und es war natürlich auch total beeindruckend landschaftlich, aber es ist tatsächlich schon sehr erhellend nochmal gewesen. Glaube ich auf jeden Fall. Danke für den persönlichen Einblick. Ist ja doch immer schön, auch eine gewisse Bindung zu den Leuten, die hier was erzählen, aufzubauen. Also ich finde es immer spannend, dass es nicht nur Maschinen sind, die Daten prozessieren und publizieren, sondern auch Leute, die wirklich dahin fahren. Hier gab es ein paar kurze Fragen, die du wahrscheinlich schnell beantworten kannst. Das eine war, ob du mit Frischwasser Süßwasser meinst. Ja. Also ja, bei der Gletscherschmelze. Ja, das habe ich nicht so richtig gut erklärt. Also wusste ich, ja, konnte ich auch nicht in alle Details gehen. Ja, genau, also ja. Salzwasser hat halt im Ozean, ja, je nachdem, das Atlantikwasser hat immer so 34,5, sag ich jetzt mal, PSU. Also der Salzgehalt ist halt relativ hoch. Und dieses Frischwasser, das hat halt, ja, das ist eben Süßwasser, das hat halt erstmal dann keinen Salzgehalt und vermischt sich dann aber im Ozean ja relativ schnell. Das Ding ist aber, dass es sehr viel leichter ist, ne? Und wenn das zum Beispiel an dieser Aufsetzlinie, also beim Gletscher, ganz in 500 Meter Tiefe rauskommt, dann ist das so leicht im Vergleich zur Umgebung, dass es direkt aufsteigen will. Und dann hat man da halt total diese Frischwasserplumes, nennt man das, so Strömung. Mhm. Und das ist halt total wichtig für die Zirkulation dann und treibt dann nochmal einige Prozesse an. Ja. Mhm. Weißt du ja nicht, also du hast für uns so eine Karte gezeigt von diesen ganzen Gletschern, die eigentlich auf Grönland existieren. Kannst du so grob abschätzen, wie viele davon überhaupt erforscht sind? Also werden, du hattest jetzt den an der Westküste und dann deinen auf 79 Grad Nord erwähnt. Aber sind das dann wirklich die beiden, oder?
Also zum einen unterteilt man in Gletscher, die mit dem Ozean in Verbindung sind und welche, die nicht mit dem Ozean in Verbindung sind. Also das heißt immer Marine Terminating oder es gibt so verschiedene Gletscherarten. Da muss man auch mal unterscheiden. Uns interessiert halt vor allen Dingen, was mit dem Ozean in Zusammenhang steht, weil das Eis dann ja auch wirklich abfließt, sage ich mal, in den Ozean. Das sind schon einige hundert, also über 100 auf jeden Fall Gletscher, allein die dann in den Ozean im Kontakt mit dem Ozean stehen. Und davon, werden halt vor allem, also man guckt halt vor allen Dingen, wo sind diese Eisfließgeschwindigkeiten hoch? Also was ist halt spannend, ne? Weil, also die sind besonders gut erforscht, wo schnell viel Eis verloren geht, sag ich mal. Ja. Und jeder Gletscher ist auch so ein bisschen anders. Also ich sag, ein bisschen schwierig zu sagen. Man kann halt viel aus Modell oder auch den Satellitendaten kann man ja relativ ganzheitlich das Ganze betrachten. Das ist halt immer die Frage der Fragestellung. Also in der Hinsicht ist da jetzt viel, sage ich mal, schon gemacht, aber jetzt so im Detail, dass man mit dem Schiff davor fährt und da Messung macht, das ist dann, glaube ich, eher so für, auf jeden Fall weniger als 100. Also. Ja. Du hattest ja auch so ein bisschen die ganzen Satellitendaten, womit man wahrscheinlich die Eisdicke bestimmen kann, erwähnt. Da war eine Frage, wie mächtig das Eis eigentlich auf Grönland ist, also wie dick im Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest, aber die Frage kam auf jeden Fall auf. Ja, ich glaube, das sind so, also so richtig an der dicksten Stelle, ich hatte einen so eine kurze Sketch, wo man es gesehen hat, ne? Da sind das, glaube ich, schon so 3000 Meter. Also es ist auch so, dass diese Eismasse, die ist so schwer und so groß, dass die den Boden, also das liegt ja auch noch auf Boden auf, und der liegt unter Meeresspiegel. Also genau, wenn halt jetzt mehr Eismasse verloren geht, dann wird das Land sich heben. Das ist so wie bei Norwegen auch. Mhm. Also schon mal den Fakt so, in der Mitte ist es echt richtig, richtig dick. Und die machen ja auch auf Grönland sowie auch in der Antarktis Eisbohrungen. Das sind dann diese ganz langen Kerne, Eiskerne, die gebohrt werden. Die sind auch über 1000 Meter lang dann. Und dann kommt man in so richtig alte Eisschichten. Und daran kann man dann zum Beispiel auch sehen, wie halt das Klima vor, ich müsste liegen, 1000 Jahren, war, weil da so kleine Luftbläschen eingeschlossen sind. Und aus denen kann man dann ableiten, wie hoch da auch dann die CO2-Konzentration zum Beispiel war. Also es ist sehr, sehr dick, das Eis. Aber jetzt beim Gletscher, also zum Beispiel bei dem Gletscher, den ich erforschte, der auch auf dem Ozean schwimmt, der ist so an der Kalbungsfront, also da, wo wir mit dem Schiff davor waren, ist der so 100 Meter dick. Und da, wo der aber aufliegt, ist der schon 900 Meter dick. Mhm. 600. Genau, und dann wird es halt immer dicker. Also schon dick. Eine Frage, glaube ich, die gerade reinkam. Du hattest ja das Abschmelzen des Eises, des Grönlandeises auf dem Festland erwähnt. Und dadurch, dass es schmilzt, hebt sich das Festland an. Und kannst du noch mal kurz vielleicht ein bisschen darauf eingehen, welcher Effekt oder welchen Effekt das hat? Also welchen Einfluss dieser Effekt hat, so ist die Frage. Zum einen ist es so, dass man dann immer ziemlich viel rechnen muss, wenn man sehen will, wie sich der Meeresspiegel ändert. Also das ist halt alles dann, wenn man zum Beispiel eine GPS-Station auf Grönland hat, auf dem Land, dann, man möchte halt auch sehen, wie sich das Land hebt, man braucht halt diese ganzen Referenzlevel, um zu wissen, zum Beispiel, wie der Meeresspiegel steigt. Also in der Hinsicht hat halt eine Landhebung ja auch einen Effekt darauf, wie so ein Meeresspiegel relativ dazu steigt und so. Aber wenn halt Eis, das schwer ist, weniger wird, dann hebt sich das Land langsam. Aber das passiert wirklich auch sehr auf sehr langsamen Zeitskalen. Wie gesagt, Norwegen, also Skandinavien, hebt sich ja auch immer noch von der letzten Eiszeit. ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf diese Frage abzielte, aber... Ich kann sie nur so vorlesen. Es wäre gut, wenn die Person, es wird aber wahrscheinlich hier schwierig, das nochmal ausführen könnte, aber im Prinzip sind es ja wahrscheinlich zwei gegenläufige Effekte, ne? Also das, wenn du jetzt diese Schmelzhöhenrückkopplung erwähnt, als Faktor dafür, dass es sozusagen schneller abschmelzen kann, wenn das Eis halt in tiefere Lagen kommt. Und gleichzeitig hebt sich das Land auch ein bisschen, aber wenn du sagst, dieses
diese Auswirkung des, der Landhebung ist quasi, ich weiß nicht, wie viele Millimeter pro Jahr, kann man das sagen? Oder ja, es ist dann schon ziemlich langsam. Also, ja. Noch weniger wahrscheinlich, genau. Genau. Genau, also ich würde das, würde die Frage hiermit erstmal abschließen, aber gerne, wenn das eine Nachfrage dazu gibt, gerne nochmal stellen. Ansonsten würde ich einmal an Monja abgeben. Ja, vielen Dank. Ich mache mal weiter mit einer allgemeinen Frage. Und zwar das zusätzliche Süßwasser vom Eisschelf, was abtaut und ins Wasser fließt, das soll ja die Meeresströmungen abschwächen. Ich glaube, so hattest du das auch erzählt. Und wie genau funktioniert das und welche Auswirkungen hat das? Also könnte dadurch tatsächlich der Golfstrom komplett zum Erliegen kommen? Da habe ich, glaube ich, auch schon mal selber so eine Schlagzeile irgendwo gelesen. Ja. Ja, ich habe den Teil aus dem Vortrag rausgenommen, weil ich schon so viel Material drin hatte. Aber ich hatte tatsächlich dazu auch noch was vorbereitet, aber ich kann das eben auch kurz erklären. Also auch das Thema war ja vor kurzem wieder in den Nachrichten, ob der Golfstrom versiegt. Das basierte aber auf anderen Fakten. Also da geht es auch viel um Temperaturänderungen im Ozean. Genau, und da hieß es auf jeden Fall, dass wir derzeit die schwächste quasi, also das ist ja nicht nur der Golfstrom, das ist ja eine ganze große Zirkulation, die nennt sich Atlantische Meridionale Overturning, Umweltzirkulation auf Deutsch. Atlantic Meridional Overturning Circulation. Genau, und die schwächt, ist halt gerade so schwach, wie sie eigentlich ja ganz, vor, also die letzten 1000 Jahre nicht war. Und Beobachtungen, die, unsere Beobachtungen sind einfach noch nicht so lange im Ozean. Ne? Man muss halt auch sagen, die Ozeanographie ist dann doch noch eine relativ junge Wissenschaft im Vergleich jetzt zur Meteorologie. Das heißt, Klima ist immer ein Zeitraum länger als 30 Jahre. So lange reichen jetzt unsere Messungen im Ozean noch nicht, sag ich mal, um da jetzt einen Klimatrend zu sehen. Genau, aber das wird auf jeden Fall untersucht. Der Effekt von Grönland, den können wir dementsprechend auch bisher hauptsächlich in Modellen eben untersuchen. Und es ist eben so, dass um Grönland rum haben wir Gebiete, die halt wichtig sind, dass diese Umweltzirkulation angetrieben wird. Dort wird Tiefenwasser gebildet, heißt das. Also da wird Wasser an der Oberfläche so schwer, dass es absinkt in ganz große Tiefen. Und damit treibt es quasi teilweise die Zirkulation an. Also da gibt es noch andere Parameter, aber das ist so der Effekt. Und man sagt halt, oder man, die Idee schwer, ist... Das wird schwer, ja, weil es kalt wird? Unter anderem. Also das sind so, erstmal muss sowieso das so sein, dass die Schichtung im Wasser sehr nicht so stabil ist. Also das heißt, es ist leicht, dass da Wasser quasi von oben nach unten kommen kann, sage ich mal ganz einfach. Genau, und im Winter hat man dann ganz starke Winde, die kalt sind, die kühlen dieses Wasser ab, sodass es noch kälter wird und noch schwerer. Also sehr kaltes und sehr salziges Wasser ist sehr schwer und dicht und dann sinkt es ab. Genau. Und wenn wir jetzt denken, dass halt mehr Frischwasser von Grönland in den Ozean kommt, dann würde halt das zu einer anderen Schichtung im Ozean führen quasi. Also man hätte dann mehr Frischwasser oben drauf, was dann leichter ist. Und dann würde man das im Winter vielleicht nicht mehr so stark dicht kriegen, dass es absinkt. Okay, aber das konnte man jetzt einigermaßen verstehen. Auf jeden Fall ist das halt ein Faktor, der eine Rolle spielen kann. Aber es ist noch nicht so ganz klar. Also in den Modellen, glaube ich, also so wie ich das gelesen habe und den Überblick habe, gibt es da durchaus ein bisschen unterschiedliche Modellergebnisse. Es gab durchaus eine Publikation, die gesagt hat, ja, das ist der Fall, wenn wir je mehr frischer Wasser wir da in den Ozean kriegen, desto schwächer wird quasi dieser Antrieb der Overturning Circulation. Aber das liegt daran, wo das Frischwasser genau endet. Also wenn das nämlich nicht genau in den Regionen endet, wo diese Tiefenwasserbildung stattfindet, sondern eigentlich eher da, wo die Strömungen langfließen. Das heißt, außen könnte es auch einen gegenteiligen Effekt haben. Aber das bräuchte ich, dafür bräuchte ich dann fast noch einen Vortrag, um das zu erklären. Ich fasse nochmal zusammen, so wie ich es verstanden habe. Ja. Also salziges, kaltes Wasser ist ganz besonders schwer und sinkt am schnellsten ab. Und frisches, warmes, süßes Tauwasser ist leichter, also weil das Salz da drin fehlt, fehlt dieses Gewicht vom Salz und dann kann es nicht so leicht absinken.
Genau, also Temperatur, Effekt und Salzeffekt sind da beide wichtig. Also es geht nicht nur um Salz, sondern auch um kaltes Wasser hat auch einfach eine höhere Dichte und ist schwerer. Okay, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir die Frage erstmal ganz gut beantwortet. Okay. Dann zur nächsten Frage. Wie kann festes Eis aus dem Landesinneren nachfließen? Das hattest du gezeigt, aber genau. Und die Frage ist, bilden sich da Risse oder wird das Eis unter so hohem Druck, wie in dem Gletscher herrschen, wieder flüssig? Also kann man sich das Eis als so eine große, zähe Masse vorstellen, die fließt, oder zerbricht es wirklich, weil es ja aus Festteilen besteht? Also soweit ich das weiß, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Eisschildexperte, ist das eher so viskos, also wie du meinst, das ist so eine eher so fließend, ne? Also und brechen tut das erst, naja, dann natürlich so in Scherungszonen, wo Geschwindigkeiten eben verschieden schnell sind, da kommt es natürlich zu brechen, aber dann vor allen Dingen an der Küste. Also ja, wenn wir uns nochmal diesen Eispanzer so vorstellen und da wird auch immer neues Eis gebildet und alleine, ich glaube, durch die, ich könnte mir vorstellen, dass auch alleine durch die Gravitation quasi will es ja irgendwo hin, also quasi zu den Seiten weg, runter, sag ich mal. Ich denke, das alleine, aber in der Mitte ist es ja auch wirklich sehr langsam. Also da sind die Fließgeschwindigkeiten sehr langsam. Und dann wird es halt immer schneller da, wo es halt ja auch flacher wird und ja, wo auch diese Steigung größer wird quasi und dann fließt es da schneller. Also ich glaube, es hat auch einfach was mit Gravitation zu tun tatsächlich. Und okay, dann also fließt es halt auch schnell, wenn es eben, ja. Muss man sich das eher so vorstellen wie so ein Riesen, also so ein Gletscher muss man sich eher vorstellen wie so ein Riesenberg aus vielen, ich sag mal, kleinen Salzkristallen, also als vielen kleinen Festpartikeln, die aber zur Seite wegrieseln können oder wegrutschen, fließen können, statt als einen einzigen großen Kristall, der ja dann in sich starr wäre und gar nicht fließen könnte. Ja, ja, so vielleicht kann man das so sagen. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal an so eine Eiskugel gedacht, aber vielleicht hilft das auch nicht so sehr, weil die, wenn die im Warm ist, dann schmilzt sie natürlich. Aber ja, manchmal, also wenn man einfach nur so eine Eiskugel, also eine Kugel, Eis, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dann, ja gut, aber wenn die würde dann auch halt eher ja mit der, im Sommer zumindest ja dann so zu den Seiten hin abfließen und je nachdem, wo es halt gerade ein bisschen wärmer ist oder wo irgendwas anderes geformt ist, fließt es halt anders ab, sage ich mal. Aber man, ja, man hat auch ein, ja, es ist, vieles auch durch die unterliegende Topografie aufgeprägt, also je nachdem, wie halt der Boden da drunter aussieht, sind halt quasi so Becken geformt, wodurch das Eis so ein bisschen gerichtet fließt eben. Und das bildet so, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 oder so große Eisströme, die dann eigentlich so vom Eisschildinneren quasi zum Seiten gehen und da dann ja in die Gletscher fließen. Also es ist auch immer dieses zwei Sachen, so ein bisschen dieses Eisschild und dann die Gletscher an den Seiten. Das hängt alles so zusammen. Kann ich mal dazwischen fragen? Aber die Vorstellung, dass durch dieses große Gewicht des Eispanzers natürlich der Druck unten bei der Auflage so hoch ist, dass es da unten sicherlich flüssig sein wird, wodurch das fließt, ist das richtig, oder? Genau, also unten gibt es so einen Wasserfilm auch, wodurch es auch fließt. Aber das liegt ja dann so ein bisschen daran, wie der Boden eben geformt ist. Also wenn der so geformt ist, dann ja. Genau, also okay. Es liegt ganz viel daran, wie der Boden geformt ist. Und man hat aber diesen Wasserfilm, der in jedem Fall dazu führt, wenn er halt, ja, wenn er eben ausgeprägt ist, dass es schneller strömt und dann ja auch weniger Reibung ist. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Dazu passt noch gut die nächste Frage. Was wird alles im Schmelzwasser transportiert? In welchem Schmelzwasser? Das weiß ich nicht. Also wir haben ja jetzt einmal das Oberflächenschmelzwasser, was sich an der Oberfläche vom Eisschild eben formt, dann sogar durch, also das heißt Gletschermühlen heißt das. Also wenn sich Seen auf dem Eisschild auch formen, dann können sich Gletschermühlen bilden. Das heißt, das Wasser bohrt sich bis unter das Eis und strömt dann Richtung Gletscher oft, also auch wieder entlang der Topografie und geht dann in den Ozean. Das heißt, da sind dann natürlich Sedimente mit drin,
da ja, sind dann auch, ja, das war ja auch schon mal an der Oberfläche mit in Kontakt. Das heißt, da sind dann auch dementsprechend Gase mit drin. Wenn wir jetzt uns überlegen, was in dem Schmelzwasser drin ist, was zum Beispiel unter so einer Gletscherzunge entsteht, also alleine, dass dass der warme Ozean quasi den Gletscher von unten schmilzt, dann hat das kann man das anders tracken. Da kann Tobi vielleicht auch was zu sagen als chemischer Ozeanograf, aber da können dann auch chemische Substanzen drin sein, quasi in kleinen Bläschen quasi, wo man dann erkennen kann, das ist auf jeden Fall vom unterm Eis gekommen, also dieses Schmelzwasser. Da ist dann sowas wie Edelgase und sonst was die Chemiker da analysieren, mit drin. Genau, und ansonsten erkennt man das oft, dass wenn man, oder vielleicht hat das schon jemand auch gesehen, wenn man vor so einem Gletscherkante ist, dann sieht man manchmal so ganz braunes Wasser. Und das kommt in so großen Plumes auch, strömt das dann nach oben und es bewegt sich auch viel und da kommt halt ganz viel Sediment einfach von unten nach oben. Also es kommt dann eben, ja, aus 500 Meter oder 600 Meter Wassertiefe wird da dieses Sediment mit nach oben gebracht und da sieht man halt, ah, okay, da ist gerade aktiv quasi eine Strömung am Werke, da kommt aktiv von unten Frischwasser nach oben. Und ja, oft ist da auch viel biologisches Material dann mit dabei und da sind die Biologen und Chemiker froh zu messen. Alles klar, vielen Dank. Das ist immer der Trugschluss, dass man als Meereschemiker dann über alle Prozesse im Meer Bescheid weiß. Ne? Ich habe jetzt selber meine Forschung da nicht, aber ich kann mir vorstellen, aus dem Sediment werden wahrscheinlich entweder Nährstoffe rausgelöst oder sie werden mittransportiert an die Oberfläche und wahrscheinlich auch Mikronährstoffe, also wahrscheinlich auch Spurmetalle, also Eisen zum Beispiel, die nachher für ja, Photosynthese mit ja, einfach genutzt wird, ne, verantwortlich ist. Ich glaube, ich habe auch mal ein Bild gesehen, wo man teilweise im Eis, aber dann eben gerade auch unter den Gletscher, wo Sonnenlicht hinkommt, also in die oberen 100 Meter wahrscheinlich, in die photische Zone, dass dort auch tatsächlich viel Phytoplankton vorliegt. Hast du da auch schon, weiß nicht, in den CDDs, die du gefahren hast vor Grönland, hast du da, ja, habt ihr das dann auch gesehen in, ne, im, weiß nicht, Nitratsensor oder was so an der CDD hängt? Genau, also wenn man dicht vor einen Gletscher kommt, dann sieht man da auf jeden Fall, dass da was los ist, sag ich mal. Ja. Ja, dass da erhöhte Konzentrationen sind. Also auch halt die Turbidity, Trübung, was sehr groß ist. Ja. Und der Nährstoffgehalt. Und ja, aber jetzt so von Fotos her denke ich da eher wieder ans Meereis in der Arktis, als an Gletscher. Da sieht man halt, da ist halt auch voll viel los. Da wachsen ja auch Algen unterm Eis und alles. Mhm. Es gab da eine Frage zu den Meeresströmungen oder zu einem Teil der Strömung um Grönland. Da war die Frage, also du hattest gesagt, das zirkuliert um Grönland. Und dann war die Frage, ob das wirklich einmal rum um Grönland strömt oder anscheinend das Bild zeigt ja das nicht so ganz. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz was zu sagen? Ja, also die Strömung geht nicht einmal rum um Grönland. Man hat den Ostgrönlandstrom, heißt das. Der geht eben an der Ostküste lang. Das ist halt Wasser, was zum Teil aus der Arktis kommt, zum Teil aber auch in der Framstraße, also zwischen Spitzbergen und Grönland, rezirkuliert und nach Süden fließt. Genau, es gibt dann noch, es gibt ziemlich viele Ozeanströmungen, die sind meistens entlang von Schelfkanten, also so entlang der Kontinente auch, Kontinentalränder. Genau, und im Süden von Grönland, da ist es dann schon so, dass die Strömung weiterhin an der Küste lang geht, auch nach Norden. Da nennt man das aber nachher Westgrönlandstrom. Und wenn wir jetzt an die Westküste von Grönland gucken oder uns da vielleicht dran erinnern, dann ist da oben ja aber auch nachher wieder Land mit Kanada, Alaska und so. Da sind ganz viele so kleine Inselgruppen und so und da ist es ziemlich flach auch. Da gibt es so, ja, also die großen Strömungsbänder, die gehen da nicht durch. Also das geht dann eigentlich wieder nach Süden. Also das geht dann um den Labradorsee, heißt das, einmal rum. Genau, von daher hängt das nicht alles miteinander zusammen. Das sind verschiedene Strömungsbänder.
Und dementsprechend hatte ich auch gesagt, in einigen Regionen ist sehr viel wärmer das Wasser, in anderen weniger warm. Genau, also das muss man schon separat betrachten. Das ist nicht alles eins. Das heißt, Dichte oder Salz und Temperatur und auch Druck, spielt das nachher eine Rolle, wie sich Wasser sozusagen seinen Weg bahnt? Oder gibt es da, oder was genau ist eigentlich, also warum macht die zum Beispiel einen Knick, die Strömung beim Süden von Grönland? Also folgt die meinetwegen, ne, der Bathymetrie oder weiß man das da? Okay, die folgt der Bathymetrie. Das sind letztendlich geostrophische Strömungen dann teilweise. Mhm. Also da genau geht es dann um Dichtegradienten im Wasser und so, genau. Also das ist jetzt auch ein bisschen komplex, das zu erklären, glaube ich. Aber ja. Genau, also die Strömungen folgen letztendlich, aber in dem Fall wirklich einfach dem Kontinentalhang basierend eben auf Dichteunterschieden und teilweise auch Windantrieb. Genau. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das Spannende an der Meeresforschung, ne? Oder auch das Herausfordernde, dass es immer nicht nur eine Disziplin gibt, sondern alles miteinander zusammenhängt. So auch eine Frage, die wahrscheinlich schwierig aus deiner Forschung ist, aber ich versuche es mal. Haben die klimatischen Veränderungen bereits beobachtbare Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt Grönlands? Mhm. Ja, genau. Es gibt da einige Forscher. Also ich habe ja heute auch einen sehr allgemeinen Vortrag gehalten, muss ich nochmal dazu sagen. Ich bin eigentlich Ozeanografin, aber habe mich hier so ein bisschen rausgewagt. Aber ich habe natürlich Kollegen, die sowas untersuchen. Und ich kenne jetzt tatsächlich aber eher viele in Spitzbergen. Also Spitzbergen ist ja aber sehr ähnlich vom Umfeld, sag ich mal. Und da ist auch, also wenn man mal den Klimawandel live sehen will, Spitzbergen ist auch ein super Ort, um das zu tun. Da ziehen sich die Gletscher so schnell zurück, ist echt der Wahnsinn. Und da wird ganz viel auch geguckt, wie sich die Pflanzenwelt ändert. Also da gibt es jetzt zum Teil auf jeden Fall schon irgendwelche Blumen, weiß nicht, ob man es so, ja, man kann das glaube ich so nennen, also sie ist schon sehr klein, die es da vorher nicht gab, glaube ich. Oder halt einfach mehr und auch die Tierwelt, also ich glaube tatsächlich viele Studien sind dann ja auch so übergreifend, ne? Also jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, an Polarfüchse, Eisbären, Vogelwelt ist auch ganz wichtig, denkt, da verändert sich auf jeden Fall viel. Es gibt viele Studien auch zu den Vögeln, die halt jetzt mittlerweile ja auch schon teilweise eher im Norden nisten, also weil, ja, also es sind ganz unterschiedliche, sag ich mal, Studien. Eisbären natürlich auch, wohnen auch so viele halt in Spitzbergen und Grönland. Auch da sieht man Veränderungen einfach der Verhaltensmuster oder wo sie sich eben jetzt mehr hin bewegen. Aber also jetzt, sag ich mal, richtig gute Fakten kann ich da jetzt gerade nicht zu sagen. Ja, woher auch? Ich meine, ansonsten da bewegt man sich immer schnell aus dieser Zone raus, ne? Wo man einfach du ist die Forschung. Genau, gefühltes Wissen. Das wollen wir hier nicht haben. Aber zumindest glaube ich nicht, dass das unser Anspruch ist, Micha, richtig? Es war noch eine Frage. Also wenn man es ehrlich zugibt, ist okay. Stimmt. Genau, ich meine, bewegt sich ja oft immer an der Grenze, die Wissenschaft, zwischen was ist bekannt und was wird vermutet. Ne? Also harte Fakten sind halt auch in so einem Bereich, wo du forschst, ich meine, auch gar nicht so einfach allein zu bekommen. Ich meine, kommt nicht eben so schnell vor Grönland. Es gab eine Frage, die bezieht sich, ich muss die ein bisschen vorlesen, die ist ein bisschen länger, aber bezieht sich auf die Wissenschaft und die Kommunikation des Klimawandels. Da war die Sache, wenn ich ans Abi denke, denke ich automatisch an Frau Professor Dr. Antje Boetius, die neben ihrer Direktorinnenarbeit am AWI auch Vorsitzende des Lenkungsausschusses Wissenschaft im Dialog ist. Nun ist der Klimawandel nun wirklich nichts Neues. Woran liegt es, dass wir als Gesellschaft lange Zeit nicht ernsthaft diskutiert haben und heute immer noch mehr diskutieren als agieren? Hast du da wahrscheinlich keine, was denkst du darüber? So könnte ich es wahrscheinlich stehen lassen. Ja, ist eine große gesellschaftliche Frage. Also ich meine, das ist natürlich was über Jahrzehnte jetzt ja auch gewachsen ist oder sich
so leider entwickelt hat. Mhm. Ist ein Riesenthema, kann ich viel darüber erzählen, weil ich mich tatsächlich sehr aktiv mit dem Thema beschäftige. Ich befürchte, es endet dann doch aber viel an dem Punkt der Lobbyisten. Es gab einfach nicht genug Klimalobbyisten, sondern mehr Wirtschaftslobbyisten, die halt in der Regierung, die wir seit 16 Jahren haben, sehr stark waren. Von daher national ist das ein Problem und international eben auch. Und also es geht da einfach viel um Interessen und ich glaube, es geht auch viel darum, dass halt da nicht gut gelenkt wurde. Also dass es eben von Lobbyisten auch teilweise gesteuert eben sehr bewusst unattraktiv gemacht wurde, sich für die Energiewende zum Beispiel einzusetzen oder halt da eben auch, ja, es wird ja immer noch falsch subventioniert, das sind große Themen. Wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man, dass es ganz viele Gesetze gibt, die halt ganz viel verhindern, die ganz viel blockieren. Auch das ist ein großes Problem in Deutschland und auch in anderen Ländern. Also es ist sehr vielschichtig, aber man kann nicht der Wissenschaft den Vorwurf machen, dass sie nicht kommuniziert hätte, weil die Wissenschaft hat kommuniziert. Das belegen ja sämtliche IPCC-Reports, auf die auch die Politik ja geantwortet hat mit eben Abkommen, an die sie sich eben nicht halten. Also gerade das 1,5. Sie haben es ja auch unterschrieben, ne? Genau. Die Regierung haben es ja auch unterschrieben, diesen Bericht. Und es gibt ja sogar nicht nur die Klimawissenschaftler, sondern es gibt ja auch Sozialökonomen, Finanzexperten, sonst was, die alle zusammengearbeitet haben und Vorschläge machen, wie man es anders machen kann, sozial verträglich und so weiter. Oder was ich auch immer wieder gerne sage, also auch Finanzsicht oder Wirtschaftssicht, ne? Also es ist ein risikoarmes Investitionsvorhaben mit maximalen Gewinnaussichten. Wer würde denn dann nicht reagieren? Von daher, also es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Problem anscheinend, was sehr verkorkst war viele Jahre und jetzt tut sich ja gerade viel, aber es braucht eben Akteure, die sich auch mal trauen, was zu ändern und sich nicht darauf ausruhen, wie der Status quo ist und das vielleicht, bevor ich emotionaler werde. Weil die Frage, nur Monja, noch einen, vielleicht eine kleine Frage dahinter, weil die Frage ja so ein bisschen hier aufs Abi nur andeutete, nur als hinterhergeschobenes. Wie nimmst du denn sozusagen den Auftrag als Wissenschaftlerin, ne, zu kommunizieren wahr? Also machst du da, keine Ahnung, gewisse Unterschiede, ne? wie du was kommunizierst, weil das ja, oder siehst du es einfach als essentiellen Teil deiner Arbeit an? Oder ist das eher so eine ehrenamtliche Sache, die du eigentlich betreibst? Ja, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass das die letzten 1-2 Jahre erst, sag ich mal, offiziell auch mehr im Job verankert werden darf. Dass das schon lange Zeit, also sich ja auch viele gar nicht getraut haben, also auch als es darum ging jetzt, dass man zum Streik geht als Scientist for Future oder Scientist for Future sich eben anschließt, sage ich mal, da war das einigen zu politisch. Das war eine heiße Diskussion, aber da sieht man ja auch schon irgendwie, worüber wir da reden. Also es ist halt gar nicht mal so leicht. Ich habe das Glück halt mit einer Gruppe zu arbeiten, wo ich mir da Zeit rausnehmen kann und auch soll und tatsächlich selber gemerkt, wie viel Energie mir das gibt. Also wenn ich halt Öffentlichkeitsveranstaltungen mache mit Schülern oder in Vereinen, wo ich halt meistens über Mosaik jetzt gesprochen habe, das war halt einfach super, ne? Also Mosaik, diese Expedition war so medial aufgepusht, was halt total gut war, weil das halt Interesse geweckt hat und dann kann man dieses Thema aber gleichzeitig diskutieren oder ansprechen und da sieht man, dass da total viel Interesse ist. Und es ist ja auch so, dass 70% oder mehr der deutschen Gesellschaft halt auch einen Wandel wollen und sich dafür einsetzen wollen. Es kommt nur nicht immer so in den Medien rüber. Aber genau in der Hinsicht ist es aber natürlich auch so, dass es einem so ein bisschen liegen muss oder man muss das auch üben. Also ich meine, ich habe ja gezeigt, was meine Prozessstudie ist. Also da hätte ich jetzt quasi nicht, da kann ich auch nicht so viele Leute, sag ich mal, für begeistern. Da muss ich mir gut überlegen, wie ich das mache. Dann auch sich zu trauen, halt über Dinge zu erzählen, wie ich heute gemacht habe, die ja nicht mein eigentliches Forschungsgebiet ist. Ich meine, ich habe ja viele Studien vorgestellt, wo ich jetzt nicht Co-Autor bin.
Und damit muss man ja auch wachsen, ganz ehrlich, als junger Wissenschaftler und dann sich auch trauen zu sagen, hey, und übrigens, also politisch gesehen sehe ich das so und so und so und das habe ich am Anfang mich ja auch nicht getraut. Aber ich habe mich halt sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und dann war Antje halt auch ehrlich gesagt ein super Vorbild. Ne? Antje Boetius hat halt einfach in den Talkshows ja Dinge gesagt, wo man so dachte, wow, okay, cool, ja, dann kann ich das ja jetzt auch so machen. So, sie hat ja recht. Aber trotzdem, eben dieser Konflikt, okay, bin ich Abi Wissenschaftlerin oder Privatperson, als wer sage ich das jetzt gerade? Da haben wir uns so viel Gedanken am Anfang drüber gemacht, was ja total bescheuert ist. Also ja, das ist ein schwieriges Thema und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Jetzt soll halt vom Bundesministerium für Forschung und Bildung ja aber auch mehr Geld in die Wissenschaftskommunikation gehen und es soll jetzt auch quasi jeder, also sie wollen irgendwie was versuchen zu konstruieren, dass man als Wissenschaftler das anerkannt kriegt, dass man Wissenschaftskommunikation macht. Weil jetzt ist es halt so wie ehrenamtliche Arbeit oder immer ja mehr so nebenbei. Und das wäre halt total super, weil es geht halt nicht nur um Publikation, es geht auch um Kommunikation eben. Ja. Vielen Dank für den auch sehr persönlichen Eindruck von dir. Sehr spannend. Aber jetzt kommen wir nochmal weg von diesem gesellschaftlichen Thema, noch einmal hin zu einem Fragenblock, der sich mit der Eisschmelze beschäftigt. Du hattest ja erzählt, dass der grönländische Eisschild im Prinzip kurz vorm Kippen steht, aber dass dieses Abschmelzen sehr lange dauern wird, also innerhalb von den nächsten 1000 Jahren irgendwie passiert. Und jetzt die Frage dazu, welche Auswirkungen hätte das vollständige Abtauen des Eisschildes auf das Klima, also die Lufttemperatur, Wassertemperatur, ja, Eisschmelze, Lufttemperatur, wie ist das gekoppelt und so? Ja, also da liegt ja natürlich viel dazwischen, zwischen diesen 1000 Jahren 7 Meter Meeresspiegelanstieg und jetzt und die paar Zentimeter, sage ich mal, die ja aber trotzdem schon in einigen Regionen riesige Auswirkungen haben, weil es eben nicht im globalen Mittel gleich ist, sondern ja Regionen gibt, wo der Meeresspiegelanstieg sehr viel größer ist. Am Ende muss ich sagen, dass das Klimasystem, es hängt halt alles miteinander zusammen. Also ich kann jetzt nicht separat betrachten, was macht Grönland mit, ja, also was macht dieser 7 Meter Meeresspiegelanstieg mit einer Region so. Also da, bevor diese 7 Meter sind von Grönland, haben wir ja auch plus 40 Meter von der Antarktis und plus x Meter von sonst wo, genauso wie es halt um die Temperaturen steht. Ne? Also ich meine, das hängt halt alles miteinander zusammen. Ich denke, ja, in 1000 Jahren wird die Welt halt sehr viel anders aussehen und das Entscheidende ist aber, dass wir jetzt gerade in den nächsten 10 Jahren da eine sehr wichtige Rolle daran spielen, wie es aussehen wird. Und es sind einfach gerade sehr viele Prozesse, die wir jetzt noch, sage ich mal, einigermaßen eindämmen können, aber eben nur noch jetzt, die nächsten paar Jahre. Und das ist, glaube ich, vielen immer noch nicht klar. Es gibt halt dann kein Zurück mehr. Dann müssen wir uns eben nur noch anpassen. Und das halt in einer Welt, wo halt die Gesellschaft, wie sie heute, sage ich mal, sich ausgebildet hat, noch nicht so gelebt hat. Und genau, also ja, von daher ist die Frage ein bisschen schwierig, sage ich mal. Man kann jetzt sagen, okay, was passiert jetzt im RCP 8.5-Szenario bis 2100? Dann kann man sagen, okay, dann steigt der Meeresspiegel um, ich glaube, das sind bis zu 40 Zentimeter, müsste ich jetzt aber auch nochmal kurz nachgucken, von Grönland alleine. Dann steigt die Temperatur eben auf knapp 5 Grad. Das sind Extreme. Wenn man dann noch überlegt, was für Hitzewellen dazu kommt, wenn man überlegt, dass wir ja jetzt auch schon über den globalen Mittel in Deutschland sind, wenn man überlegt, was mit den Wäldern passiert, das Klimasystem ist groß und komplex und das große Ganze da zu sehen, ist halt, das braucht, sage ich mal, also wie gesagt, man kann sich dann diese Szenarien angucken vom IPCC, da kann man ja auch gerne mal reinschauen, da gibt es auch, glaube ich, gute Übersichtsgrafiken zu, was sagt das, wenn wir jetzt die Treibhausgasemissionen eben reduzieren und was ist, wenn wir so weitermachen
Und da ist es dann auch komplexer aufgeführt, die einzelnen Wirkungsmechanismen, sage ich mal, oder Wirkungsfelder, was das halt für die Erde bedeutet, global und teilweise dann auch noch regional. Genau. Dazu passt die nächste Frage, die ist nämlich, warum steigt der Meeresspiegel nicht global an? Verteilt sich das Wasser nicht überall ausgleichend? Wodurch kommen diese regionalen Unterschiede zustande? Ja, das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Also eine alleine ist halt, dass natürlich das Frischwasser überall anders auch eingespeist wird. Also dann ist es halt auch erstmal da, sage ich mal, stärker als woanders. Dann ist es aber auch so, dass die Erde ist ja auch eher so eine Kartoffel, die ist ja auch nicht komplett rund und das schwere Feld der Erde ist halt irgendwie auch halt eben ja nicht ganz gleich verteilt und dadurch gibt es einfach wo Senken und wo Höhen, sag ich mal, dadurch gibt es halt auch Unterschiede. Dann gibt es auch Einflussbereiche von Windpattern und ja, der Topografie alleine, also wenn man sich halt auch anguckt, wie Gezeiten um die Erde laufen zum Beispiel, dann sieht man auch, dass die dass die Meeresoberfläche ja nicht überall gleich hoch ist. So. Genau, und sich ja auch bewegt und hängt ab viel von der Topografie und eben von dem Schwerfeld und ja, so dann noch immer, wie gerade der Wind ist oder ich weiß nicht was. Also genau. Okay. Und dann noch zu meiner letzten Frage. Von Grönland zur globalen Situation. Wie viel Prozent der globalen Eismassen sind bereits geschmolzen und wie viel könnte es im Worst-Case-Szenario werden? Ich sage jetzt mal bis 2100 oder so. Aha. Puh. Also von den Gletschern ist schon, also ich unterteile das jetzt aber nochmal in Gletscher allgemein. Grönland ist Eisschild, Antarktis Eisschild, ja. Von den Gletschern ist schon sehr viel abgeschmolzen. Da sind wir, glaube ich, über dem Peak schon drüber. Also, ja. Bei Grönland sind wir gerade in einer sehr heißen Phase, sage ich mal. Also da passiert gerade einiges. Da wird noch, also kann sich das noch beschleunigen. Und in der Antarktis, da gibt es gerade auch so einen Kipppunkt. Das ist das westantarktische Eisschelf. Da wird auch beobachtet, dass da, ja, es sein könnte, dass das sehr viel schneller bald vorangeht da mit der Schmelze. Wie viel Eismasse, ja, alleine die Antarktis und Grönland halten so viel Eismasse, dass also auch gerade die Antarktis kann da noch einen sehr großen Beitrag geben, aber da jetzt ein Fakt zu sagen an Zahlen, das müsste ich eine Folie raussuchen. Okay. Ich denke, das ist eine legitime, ehrliche Antwort. Darf ich noch eine Physikerfrage stellen? Klar. Was die Temperaturbilanz angeht, spielt ja auch Strahlung eine große Rolle. Ne? Und man weiß ja, dass gerade weiße Oberflächen und gerade Eis natürlich relativ gut reflektiert und betrifft dann natürlich jetzt nicht nur Grönland. Und ist ja auch unabhängig davon, wie jetzt dick das Eis ist. Ne? Aber wenn ich jetzt mal mir vorstelle, dass im Jahr 3000 vielleicht alles da braun oder grün ist, dann würde ja fast das Sonnenlicht fast komplett absorbiert werden. Ne? Und wir haben also, wenn ich das mal überschlage, 1,4 Kilowatt Einstrahlung pro Quadratmeter. Grönland hat 2 Millionen Quadratkilometer. Allein das ist ja schon ein gigantischer zusätzliche Senke für Sonnenenergie, die den ganzen Planeten ja erwärmt. Ist das mal abgeschätzt worden, was das für einen Effekt hat in der Temperaturbilanz? Soweit ich jetzt weiß, nicht. Also sage ich mal da hinten ran, also wenn das alles weg ist, was dann das bedeutet. Mhm. Das war aber auch ein Punkt, den ich jetzt gerade im Vortrag weggelassen habe. Das ist aber auch total wichtig eigentlich für die Oberflächenschmelze gerade jetzt. Weil man kann sich ja vorstellen, je mehr Wasser wir auf dem grönländischen Eisschild haben und auch je weniger Schnee da oben drauf ist, da sind ja auch Berge, wo dann immer Sedimente rüberwehen. Also die Fläche quasi des grönländischen Eisschilds wird immer dunkler im Sommer.
Und dadurch wird da auch immer mehr Wärme quasi, also weniger reflektiert und mehr aufgenommen, absorbiert. Das ist halt auch so ein selbstverstärkender Mechanismus, der da total wichtig ist. Genauso wie ja auch fürs Meereis, da ist das so ein bisschen bekannter, dieser Eis-Ozean-Albedo-Feedback. Von daher ist das eine total wichtige Geschichte. Ja, aber auch das ist wieder so ein Thema. Bis dahin ist schon so viel anderes passiert. Ja. Dann sind wir wahrscheinlich in so einem Hitze, wie heißt das? Es gibt noch so eine heiße Erde. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Okay. Eine Heißzeit oder so. Tobias, möchtest du noch weitermachen? Ich glaube, ohne dass Micha es wusste, hat er gleich eine Frage aus dem Publikum gestellt, irgendwie eine Verbindung. Da war quasi die Frage, ob ohne Grönland die globale Temperatur noch mehr steigen würde oder ob das irrelevant ist. Also ich glaube, das hattest du jetzt, ne, nicht, so wie ich das verstanden habe, quasi ist auch schwierig zu beantworten, das wirklich nachher in Zahlen zu gießen. Aber sicherlich gibt es dazu Studien. Ich meine, ich kann noch irgendwie sagen, dass, glaube ich, der neue IPCC-Report im August rauskommt, der 7. oder ist das der 6. Sachstandsbericht? Ich glaube, es ist der 6. Und da werden sicherlich all solche Studien, die gemacht wurden, zusammengefasst nochmal dargestellt. Also falls es da nochmal Interesse gibt aus dem Publikum, da gerne nochmal nachlesen. Gibt es auch in Deutsch, auch in kurzer Summary und auch in längerer Form. Vielleicht die letzte Frage. Ich glaube, dann hast du ja über eine Stunde durchgehalten. Also mit Vortrag anderthalb. Das ist auf jeden Fall für das ehrenamtliche Engagement aller Ehren wert und schon mal vielen Dank dafür. Und wahrscheinlich die letzte Frage, die ist allgemein, was wäre aus deiner Sicht denn, oder was wäre aus deiner Sicht, wären die wichtigsten Bremsmechanismen? Das heißt, was sind die entscheidenden Dinge, die jetzt gemacht werden müssen? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine Frage, die könnte auch einen Abend füllen, aber vielleicht kannst du da, wenn du willst, nochmal aus einer persönlichen Sicht noch mal kurz ein paar Statements abgeben. Ja, also ich meine, das Wichtigste ist halt, dass wir nicht drauf bauen, dass wir das schon irgendwie hinkriegen durch Technik, sondern dass wir jetzt was tun. Also das heißt, dass wir Treibhausgasemissionen reduzieren und nicht nur auf Kompensieren setzen. Und reduzieren können wir halt vor allen Dingen dadurch, dass wir eben alternative Energie, also erneuerbare Energien viel mehr pushen. Das wurde halt, wie gesagt, zum Beispiel in Deutschland total ausgebremst und auch in anderen Ländern, was halt eigentlich auch total dumm ist, wirtschaftlich gesehen. Von daher ist natürlich die Energiewende da total wichtig, genauso wie halt der Verkehrsbereich, der halt, wo wir auch in Deutschland total die Ausbremsung natürlich erleben. Also das sind halt diese großen Bereiche, ne? Also Energie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft, wo halt ganz viel passieren muss. Wie gesagt, das kann man ziemlich gut steuern durch politische Instrumente, die ja auch vorgeschlagen wurden, auf vielfältige Art und Weise. Was zum Beispiel auch passiert gerade ist, das Problem ist, dass ich viel auf Ziele konzentriert wurde und nicht so viel auf Maßnahmen. Das heißt, die Politik hat da Ziele und dann, wenn man aber so nach und nach guckt, erfüllen sie die auch, dann sieht man, dass eigentlich die Maßnahmen fehlen oder auch gar nicht alle zusammenwirken. Und von daher geht es auch ein bisschen darum, dass halt dieses Zusammenwirken zu schaffen. Das ist halt teilweise politisch schwierig, wenn da verschiedene Ministerien sich irgendwie nicht zusammenarbeiten. Von daher passiert da gerade gesellschaftlich ziemlich viel. Unter anderem hat German Zero da gerade einen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, der ein Gesetzespaket erarbeiten, also oder daraus wird ein Gesetzespaket geschrieben, um das 1,5 Grad Ziel für Deutschland zu erreichen. Das soll in den Bundestag nach der Wahl eingereicht werden, was halt so von außen mal das Ganze anguckt und sehr konkrete Maßnahmen vorschlägt. Ja, und wie man halt diese ganzen quasi Bausteine da zusammenfügen kann, damit man da hinkommt, sozial gerecht und eben auch für die Wirtschaft total attraktiv. Also es gibt Konzepte und Ideen und die wurden auch diskutiert mit ganz vielen Partnern aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk, aus sonst wo. Also
Ja, also es ist da total viel in der Mache. Man muss halt auch nur drauf hören und sich dann trauen. Also das dann auch unterstützen, sag ich mal. Und wir als Bürger, also man sagt so, je nachdem, wie groß der, na, wenn wir jetzt noch vom CO2-Fußabdruck reden, wie groß der eigene ist, man kann so auf jeden Fall ein Fünftel, manchmal sogar ein Drittel selber reduzieren. Aber man, ja, wir dürfen da aber auch nicht sagen, irgendwie die Verantwortung nur auf die Bürger legen. Also es ist natürlich, unser Verhalten kann auch unser Umfeld beeinflussen. Von daher ist das schon total gut, natürlich auch selber bei sich zu gucken, wo kann ich denn vielleicht klimafreundlicher oder auch nachhaltiger leben. Da gibt es natürlich auch vor allen Dingen im Verkehrsbereich oder bei der Ernährung viele Faktoren, die man da sich angucken kann oder auch wie man wohnt eben. Ja, also ich denke so, der wichtigste Bereich ist tatsächlich, dass wir die Politik gerade unter Druck setzen, da noch mehr zu tun. Und das können wir halt, indem wir wählen gehen, indem wir Sachen einfordern und uns vielleicht auch selber politisch engagieren über, das geht ja über Vereine, mal mit zum Streik gehen oder ja, wie auch immer. Also am Ende hängt vieles an der Gesetzgebung tatsächlich. Danke für diese Einschätzung. Ich sehe hier gerade die Frage, die ich mit als Michas Frage ja, zusammengeschmissen habe, umformuliert, wäre sie vielleicht doch noch ein bisschen anders. Vielleicht stelle ich die noch und dann ist wirklich vorbei. Die Frage also, ob die Wärmeaufnahme bei der Eisschmelze ein Gegeneffekt zur Klimaerwärmung ist oder wiegt der Wegfall der reflektierenden Eisschicht schwerer? Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz genau verstehe. Also wenn das, wenn die Strahlung reflektiert einfach, also das ist natürlich auch wieder ein ziemlich komplexes Thema, ehrlich gesagt, aber weil Strahlung kann halt eben absorbiert werden, kann reflektiert werden und so weiter. Eigentlich ist es ja in jedem Fall so, wenn sie erstmal absorbiert wird, dann wird sie ja schon mal mehr im Klimasystem gehalten und damit trägt sie eigentlich zur Erwärmung bei. Wohingegen, wenn sie eben reflektiert wird, quasi je nachdem, inwiefern jetzt die Treibhausgase dann noch zur Absorption und so weiter führen, dann schneller aus dem System wieder rauskommt. Also deshalb verstehe ich, glaube ich, die Frage nicht so ganz. Oder vielleicht hat das die beantwortet. Also ich würde sagen, von meiner Seite ja. Wie sieht Monja das? Ich würde auch sagen, ja. Also du hast gesagt, es ist kein Gegeneffekt, weil durch das Schmelzen wird die Wärme gehalten und trägt zum Klimawandel bei. Ja. Okay, ich sehe zumindest keine offenen Fragen mehr. Deswegen werde ich jetzt noch einmal aus, weil wir es besprochen haben, Vollständigkeit halber, es ist der 6. Sachstandsbericht, werde ich noch mal kurz den Link hier posten, wer da gerne was nachlesen will und würde von meiner Seite Danke sagen. Monja bestimmt auch und dann an Micha übergeben. Und natürlich danke Janine, auch schon mal von mir. Selbstverständlich, dass du hier bist, das ist überhaupt nicht. Also ja. Danke. Und an dieser Stelle kann man vielleicht noch mal einen Kommentar vorlesen, der auch aus dem Publikum kam. Danke für den spannenden, kurzweiligen, engagierten Vortrag. Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Auch von mir ganz herzlichen Dank für den Vortrag und für die schöne Diskussion und auch für das Engagement. So wie du gesagt hast, es ist tatsächlich so, wir machen das hier in unserer Freizeit alle. Und es ist nicht so, dass wir da irgendwie großes Schulterklopfen ernten. Wir opfern damit auch Zeit, die wir eigentlich auch für Forschung gebrauchen könnten. Ne? Also es bleibt zu hoffen, dass vielleicht auch eine neue Bundesregierung diese Aktivitäten vielleicht ein bisschen mehr wertschätzt. Ne? Also deine Aktivität schätzen wir alle sehr wert. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend an alle und in 14 Tagen wieder zur künstlichen Intelligenz mit Dirkner Wodka. Tschüss. Tschüss.